Willkommen zu unserem neuen Film zum C4. Und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit einem ganz komplizierten Problem. Mein C4 hat einen Sechszylinder und da wollen wir den Zahnriemen und den Keilrippenriemen wechseln. Das ist eine relativ schwierige Reparatur, weil man braucht dafür jede Menge Spezialwerkzeug. Heute könnt ihr das Spezialwerkzeug alles im Internet kaufen. Als ich aber mit solchen Reparaturen anfing, saß Audi noch wie die Glucke auf den Eiern bei ihrem Spezialwerkzeug. Also musste ich mir das Spezialwerkzeug selbst bauen. Das ist die Blockierung für die Kurbelwelle. Die hat hier zwei unterschiedlich große Zapfen. Die großen Löcher müssen innen fluchten und die kleinen Löcher außen. Und das wird mit diesem Werkzeug realisiert, indem das einfach gegen die Noggenwellen gedrückt wird. Dann braucht ihr einen Bolzen für die Kurbelwelle. Das ist ein 18 x 1,5er Gewinde und der Zapfen geht in ein Loch in der Kurbelwelle. Die Reparatur beginnt mit der Demontage der Verkleidungen. Das sind so komische Clipschrauben, so eine Viertelumdrehung und dann rasten die aus. Und dann kann man die Verkleidung als Ganzes abnehmen. Die vordere Verkleidung hat vier Schrauben, Imbusgröße 5. Und hier an der Frontseite auch zwei. Das Originalwerkzeug für die Noggenwellenräder, die sitzen hier drunter, macht hier so einen Buckel und geht über das Rad rüber. Das war mir bei der Eigenbaukonstruktion zu schwierig. Deshalb muss bei mir die Servopumpe ein bisschen gelöst werden und dafür muss ich die Schrauben abnehmen. Und das mache ich vor, dass ich den Riemen ablöse. Ein 6er Imbus. Und ihr seht, da ist einige Kraft drauf. Deshalb, solange der Riemen noch drauf ist. Auch die Scheiben am Schwingungsdämpfer, das ist das Antriebsrad für den Keilrippenrahmen, lösen wir, solange der noch drauf ist. Alle nur lösen. Das Rad kommt natürlich später ab, wenn wir den Riemenhausen haben. Unter dem Spannarm ist hier unten eine Aufnahme von 10er Imbus. An dem kann man den Spannarm aufbiegen, um den Rippenriemen abzunehmen. Dem müsst ihr den nach unten biegen und dann könnt ihr den Riemen hier abnehmen. Falls man den Riemen wieder benutzen will, kennzeichnet man auf jeden Fall die Laufrichtung. Hat hier eine zentrale Schraube. So, und dann kommt der ganze Arm raus. Man hätte ihn hier vorher auch sichern können, ist aber relativ unüberflüssig. Da steht ja nirgends im Weg. Können wir die Scheibe an der Servopumpe vollständig abnehmen. Damit da oben mehr Platz an der Servopumpe ist, mache ich schnell das Spulenpaket runter. Sind ja nur drei Schrauben. Zwei auf der Seite, auf der anderen Seite war weniger Platz, da hat der Ingenieur nur eine gesetzt. Spulenpaket so auf die Seite schieben. An der Servopumpe müsst ihr jetzt diese hintere Schraube hier rausdrehen, weil dort wird das Werkzeug für die Noggenwellenarretierung festgeschraubt. Und für mein Werkzeug, das ja diesen Bügel nicht hat, müssen auch noch die zwei Schrauben raus. Machen wir mal die obere Zahnriemenverkleidung raus. Die hat hier so einen Clip, da unten sitzt so ein Clip und da oben müsst ihr sie so ein bisschen aushaken. Hier war mein gelber Engel dran, der meinte, er könnte die Zahnriemenverkleidung anders demontieren. Das ist der Erfolg, es ist alles zerbrochen. Also passt auf, wenn er die Zahnriemenverkleidung aufmacht. Musste dann extra dieses Teil hier konstruieren. Dann geht es wieder normal weiter. Wir müssen den Motor jetzt auf OT stellen. OT ist dann erreicht, wenn das größere Loch hier genau waagrecht steht, das kleinere Loch außen und hier ist noch eine zusätzliche Markierung an der Kurbelwelle. Zum Stellen braucht ihr so eine 12-Kantnuss, 24. So,
Jetzt seht ihr die Markierung, perfekt. In dieser Markierung muss das Werkzeug dann auch reingehen. Jetzt muss dieser Bolzen unten in die Kurbelwelle, also geht es unterm Fahrzeug weiter. Links hinten am Motor, also hier ist das Motorlager, da ist der Querträger, sitzt der Sensor für die Kurbelwelle, also der Geber, Pulsgeber für die Kurbelwelle. An der Stelle wird der Dorn eingeschraubt. Das heißt, ich muss jetzt diese Schraube lösen, den Geber vorsichtig ein bisschen zur Seite legen und dort kommt der Dorn rein. Geber hausen. So, der Geber steckt da hinten und den könnt ihr so rausziehen. Das war der Geber. Dann kommt der gleich in ein schützendes Papier. Am großen Loch wird der Dorn eingeschraubt, am kleinen Loch wird der Geber befestigt. Wenn der Bolzen unten drin ist, können wir die OT-Marke da oben ja vergessen. Das heißt, wir können jetzt den Schwimmungsdämpfer abmontieren. So, irgendwann haben wir auch 8 Schrauben hier Ende. Das war Nummer 7. So, seht ihr, 8. Jetzt müssen wir den unteren Zahnriemenschutz hier noch abbauen. Der hat da ein Schräubchen. Da hinten sieht es noch eine Schraube aus. Einfach so abnehmen. Damit ihr das weitere Vorgehen jetzt versteht, möchte ich euch mal erklären, was sich Audi bei diesem Zahnriemen gedacht hat. Das Problem bei einem V-Motor ist, dass wir 2 Noggenwelle haben. Und der Zahnriemen muss jetzt zwischen den 2 Noggenwellen die gleiche Spannung haben wie auf den Strecken zur Kurbelwelle und von der Kurbelwelle zur anderen. Jetzt müsste man entweder 2 Spanner verbauen, die absolut synchron wären, oder man macht es ganz clever. Man hat hier eine Fixierung, das heißt, diese Spannplatten fixieren die Noggenwelle, während die Zahnräder nur aufgepresst sind. Und die können sich dann nachher frei bewegen, dann spannt man den Zahnriemen und erst dann verpresst man die Noggenwelle-Räder wieder. So, jetzt muss das Werkzeug in die Noggenwellen eingesetzt werden. So, und da unten wird es fixiert. Jetzt ist alles blockiert. Kurbelwelle hatten wir den Bolzen, oben sind die 2 Noggenwellen gegeneinander verspannt. Nachdem alles verspannt ist, können wir die Schrauben jetzt lösen. Okay. Macht jetzt 1-2 Umdrehungen auf. Das war eine halbe reicht, sodass hier schön Spiel ist. Eine. Und noch eine halbe. So, jetzt haben die Räder schön Spiel. So, das ist die Spannrolle vom Zahnriemen. Und die wird jetzt hier gelöst. Jetzt ist der Zahnriemen entspannt. Das Werkzeug kann jetzt wieder raus. Der Zahnriemen so langsam runter. Das haben wir vergessen. Jetzt können wir dann auch die Spannrolle ausbauen. So, dann noch die Umlenkrolle. Müsste die neue Umlenkrolle montieren. Die Umlenkrolle bekommt 25 Newtonmeter. Noggenwellenräder abziehen, müssen wir den Spanner hier auf der Mutter, auf der Schraube ansetzen. Und klack. So, und jetzt seht ihr die Intelligenz von der Konstruktion. Die Noggenwelle selbst sitzt fest und das Rad ist freidrehbar. Gleiche Nummer auf der anderen Seite. Und auch hier wieder gefühlvoll abziehen.
Die Spannrolle setzt der Lose ein, dass die sich noch drehen kann. Jetzt fädeln wir den neuen Zahnriemen ein. Wir beginnen unten an der Kurbelwelle. Dann muss er über die Rolle hier durch zum rechten Nockenwellenrad. Und das ist jetzt alles vollkommen frei, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Irgendwie muss man dieser Wasserpumpe durchkommen. Und zu guter Letzt kommt er hier über die Spannrolle. Wenn der Zahnriemen wieder drauf ist, setzt er das Werkzeug wieder an. Befestigt das Werkzeug wieder hier. Bleibt gut in den Löchern sitzen, passt. Die Zahnriemenspannung betätige. Sieht man, wie sich oben das Zahnrad auf der Nockenwelle dreht, während die Nockenwelle natürlich fixiert ist. Stellt er hier die Spannung ein, dass er sich ungefähr 90 Grad drehen lässt. Und ein klein bisschen andrücken, das probieren wir nachher mit den zwei Fingern mit Hut aus. Und dann wird die Klemmschraube hier unten festgezogen. Die Spannung ist richtig, wenn ihr es hier auf der Strecke genau in der Mitte um 90 Grad drehen könnt. Perfekt. Genauso ist der Riemen richtig gespannt. Ihr haltet sicherheitshalber hier unten nochmal gegen. Und jetzt wird die mit 45 Newtonmeter angeknallt. So, jetzt werden die Schrauben oben an der Nockenwelle wieder angezogen. Die andere Seite natürlich auch. Jetzt drückt es die Zahnräder. Aha, jetzt müsst ihr auch das Werkzeug hier nachstellen. Schön wieder auf. Okay. Die Nockenwellenräder werden bei diesem Modell mit 70 Newtonmeter angezogen. Vorsicht, gibt auch welche, bei denen es 55 Newtonmeter sind. Einmal und zweimal. Jetzt können die ganzen Blockierungen wieder raus. Also fangen wir mal oben an und raus mit dem Teil. Und jetzt sind die Zahnräder wieder fest aufgepresst und mit den Nockenwellen verbunden. So, das war der Bolzen. Jetzt kommt der Geber wieder rein. Der wird einfach in das Loch hier gesteckt. Also muss es gehen. Zieht das Ganze mit 10 Newtonmeter an. Jetzt kommt die untere Zahnriemenverkleidung wieder drauf, weil da ist ja die Maige, mit der wir nachher nochmal nachschauen. Eine Schraube ist hier. Zum Glück hat das Teil ja bloß zwei Schrauben. Mit Gefühl anziehen reicht, ist alles nur Kunststoff. Ihr seht, da ist eine Markierung oder eine Nase und das muss jetzt genau passend montiert werden, sonst stimmt natürlich die Markierung auf dem Rad nicht. Jetzt beginnt das Spiel mit den 8 Schrauben. Eine. Und die letzte ist immer da, wo man am schlechtesten hinschauen kann. 8 Stück. Selbst ein Porsche hat an der Stelle nur 6 gehabt. Gerade mal gut anziehen. Den finalen Anzug machen wir dann, wenn der Keilriemen wieder steckt. Jetzt wird der Motor an der Kurbelwelle zweimal durchgedreht. Dabei achtet ihr, ob da alles so funktioniert. Darf aber nirgends anstehen. Ziehen wir mit der Kurbelwelle einmal durch. Wenn die wieder waagrecht sind, sind wir bei der Position und da muss wieder alles stimmen. Aha, da kommt schon die Maige geflogen. So, jetzt hätte ich die untere Maige genau auf Position. Und oben testet ihr, indem ihr das Lineal wieder dran haltet. Und da muss alles stimmen. So, auch der finale Test hat funktioniert. Schauen wir nochmal nach der Spannung von dem Zahnriemen. Genau 90 Grad,
Perfekt, die Zahnriemengeschichte ist damit beendet. Jetzt die Zahnriemenabdeckungen, die man ein bisschen abrieb von den alten Riemen drin, nimmt ein bisschen Schnaps und reibt das aus. Oder die russische Methode, Nastarovia, und dann aber nur hauchen. So, die obere Zahnriemenverkleidung schiebt er wieder vorsichtig ein. Auch die andere Seite hier wieder drauf. Und jetzt könnt ihr die Servopumpe wieder festschrauben. Okay. Dann die Schrauben vorne. Die Schraube bekommt 25 Newtonmeter. Hier gibt es auch nochmal 25 Newtonmeter. Jetzt kann auch das Spulenpaket wieder drauf. Spulenpaket hat ja drei Schrauben, zwei auf der Seite. Und hier hinten hat das Budget nur noch für eine Schraube gereicht. Anzugsmoment 20 Newtonmeter. Jetzt kommen die ganzen Zündkerbel wieder drauf. Was da rausgegangen ist, dann ist das schon gut. Andere Seite auch. Immer drücken, bis die Dinger klicken. Da hatte ich das ganze Zündkabel ab. Klack hat's gemacht. Klack hat's gemacht. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 4 und 5. Das Rad von der Servopumpe wieder drauf. Diese Schrauben ziehen wir jetzt nur mal so fest an, wie es gerade so geht. Nachher, wenn der Riemen drauf ist, wird das alles viel leichter. Monster. Was hier, wenn du die sitzt? Unten muss er irgendwo rein. Der hat seitlich eine Nase, wo er einrascht, wenn er da drin sitzt, können wir ihn anziehen. Den zieht er mit 45 Newtonmeter fest. Jetzt kommt der neue Riemen drauf. Und hier müsst ihr immer darauf achten, dass die wirklich in den Rädern drin sitzen. Das heißt, dass er so mittig drin sitzt und nicht so auf einer Rippe versetzt. Bei der Lichtmaschine geht es los, dann geht es oben über die Servopumpe, dann geht es über die Klimaanlage, dann in einer Schlaufe über die Umlenkrolle zur Kurbelwelle. Von der Kurbelwelle geht es wieder hoch auf die Spannrolle. Da müssen wir ihn jetzt drauf lupfen und dann ist er drin. Wenn der Riemen drauf ist, können wir jetzt wieder die ganzen Räder anziehen. Die da oben kriegen 20 Newtonmeter. Seht, das geht es nämlich viel einfacher, weil sich das Rad nicht so weit wegdrehen kann. Die Schrauben kriegen jetzt der Reihe nach 25 Newtonmeter. So, machen wir mal einen kurzen Probelauf. Abschließend machen wir noch die Motorverkleidung drauf. Vier Schräubchen. Dann kommen diese komischen Klippschraube drauf. Im Prinzip drücken und dann eine Viertelumdrehung. Tolle Konstruktion. Viertelumdrehung passt. So, auch diese Reparatur haben wir mit Erfolg wieder hinbekommen. Also auf die nächsten 500.000 Kilometer. Und tschüss, bis zum nächsten Film.